Moin Leute, es ist Samstag und ihr erwischt mich gerade bei der Vorbereitung dieses Schleppers für die Demonstration jetzt am Dienstag in Berlin. Fangen wir mal so an. Ich spare mir heute mein Intro und sowas alles, dafür ist die Zeit zu wichtig und das Thema zu ernst. Ich habe mir vor einem Jahr vorgenommen, mich wirklich rein beim Vloggen auf diese täglichen Geschehen hier in der Landwirtschaft zu konzentrieren und wirklich die Realität der Landwirtschaft gut darzustellen und beziehungsweise ehrlich darzustellen. Ich denke, das ist mir auch ein ganzes Stück weit gelungen, aber die aktuelle Situation lässt mich einfach nicht in Ruhe. Also ich kann einfach nicht anders, als jetzt deutlich zu den Demonstrationen aufzurufen und hier wirklich jeden wach zu rütteln. Junge Menschen schreiben mich an auf Instagram, Facebook oder YouTube, fragen mich, wie man in Zukunft überhaupt noch Landwirt sein kann, will oder möchte. Und ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich bin kurz vor der Verzweiflung und das hat einen eindeutigen Grund. Und das ist das Versagen unserer Landwirtschaftspolitik in diesem Land. Und dieses Versagen unserer Landwirtschaftspolitik, das mache ich euch jetzt mal an vier Beispielen deutlich. Punkt 1. Klimaschutzgesetz. Jetzt erst vor ein paar Tagen beschlossen, mehrheitlich durch CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen aller anderen Oppositionsparteien. Für die Landwirtschaft ist hier eine CO2-Limitierung vorgesehen, unter anderem mit folgenden Dingen: Düngung und Bodenbearbeitung. Jetzt sage ich mir natürlich als studierter Landwirt, ja, richtig, kann man so sehen, das sind natürlich CO2-treibende Kräfte. Aber jetzt kommt der Punkt, wenn man sich das Gesamtpaket anguckt. Was ist denn die Alternative zu weniger Bodenbearbeitung? Mehr chemischer Pflanzenschutzeinsatz. Und was steht parallel dazu im Agrarpaket? Weniger Pflanzenschutzeinsatz. Und jetzt kommt ja die allergrößte Frechheit, die mich dermaßen aufgeregt hat. Es wird uns alles anbelastet, was CO2 produziert bzw. CO2 ausstößt. Aber es wird total vergessen, dass wir die einzige Branche sind, die essentiell CO2 bindet über die Photosynthese bzw. in einem Kreislauf CO2 laufen lässt, wenn nicht sogar im Boden speichert durch Humusbildung. Und das sollte doch das oberste Ziel in der Landwirtschaft sein, mehr Humus aufzubauen. Und das ist mit diesem Klimaschutzgesetz komplett kontraproduktiv. Aber ein ehrliches Klimaschutzgesetz sollte doch wohl die Gesamtbilanz berücksichtigen. Das ist doch genauso hirnverbrannt, als wenn ich bei der Einkommensbesteuerung sagen würde, ich gehe jetzt nur noch nach Umsatz und die Kosten interessieren mich gar nicht mehr. Ja, was passiert denn dann mit den Unternehmen? Die werden keine Umsätze mehr machen. Was heißt das für die Landwirtschaft? Ich darf kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen, beziehungsweise reduziert. Ich darf Bodenbearbeitung nur noch reduzieren. Was bleibt denn dann am Ende noch? Brache oder was? Und jetzt kommt der Oberschwindel bei der ganzen Klimalüge, die uns hier politisch aufgedrückt wird. Wir werden bestraft für einheimische Produktion. Und parallel dazu, das soll übrigens klimafreundlich sein, und parallel dazu wird ein Mercosur-Abkommen abgeschlossen, wo der Freihandel mit Staaten vereinbart wird, die überhaupt keine vergleichbaren Standards liefern, die wir hier haben. Und das Zeug kommt dann zigtausend Kilometer über den Ozean geschippt und das soll klimaneutral sein? Ja, alles klar. Punkt 2. Es ist unglaublich, es findet überhaupt gar nicht statt in der regelmäßigen Debatte. Schlagzeile: Lebensmitteleinzelhandel verdient mehr an Trinkmilch. Und parallel dazu gehen die Landwirte leer aus. Wundert mich auch gar nicht, weil man sieht es ja, ich habe in diesem Jahr die Milchproduktion nach fast 30 Jahren eingestellt, inklusive Milchtankstelle vor Ort. Das heißt, Aldi und Co. diktieren uns die Preise, unrentable Preise. Gleichzeitig erhöhen diese Lebensmitteleinzelhandel ihre Margen auf unseren hochwertigeren Produkten. Und jetzt kommt die nächste Schlagzeile. Aldi kauft 2000 Hektar großen Betrieb in Sachsen-Anhalt. Und dann auch noch von einem Ex-Bauernpräsidenten aus Thüringen. Also ich fühle mich hier gerade wie im falschen Film. Merkt ihr gar nichts mehr da oben politisch? Das sollte doch euer Thema Nummer 1 sein. Hier wird gerade die Landwirtschaft im großen Stil abgeschafft. Es wird hier verkauft, dass hier für kleinbäuerliche Betriebe, wobei das mal relativ ist, Politik gemacht wird. Und das Ende vom Lied ist, dass wir nicht genug bekommen, um rentabel Milch zu produzieren. Live ist Fakt. Das sieht man hier. Und wir haben eine gute Milchproduktion gehabt.
mit Strohhaltung im Freilaufstall und dreiviertel im Jahr Weidehaltung. Das funktioniert so nicht. Wir bekommen dafür einfach keinen fairen Preis. Und am Ende vom Lied kauft mich der Lebensmitteleinzelhandel, der mir einen Knochen hingeworfen hat, hier noch die ganze Flächen weg. Und was soll denn das für eine Landwirtschaft in 50 Jahren sein? Denkt mal drüber nach. Punkt Nummer 3. Insektensterben. Dazu kam jetzt eine neue Studie raus, wo belegt ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 5-mal mehr Insekten vorkommen, auch verschiedene Arten, also auch mehr Arten, als noch vor 30 Jahren. Wird das eigentlich auch mal berücksichtigt oder gilt die Krefelder Studie, die zweifelsohne nicht repräsentativ ist für ganz Deutschland? Ist das die einzige Grundlage? Kleine Zwischenfrage. Wir diskutieren gerade über das 5G-Netz. Es wäre ja schon schön, wenn ich hier im ländlichen Raum überhaupt mal ein 3G-Netz funktionieren hätte, weil überall, wo ich hier bin, ist überall nur Edge. Schöne Technologie. Die Frage ist, wie wirkt sich das denn auf unsere Insektenwelt aus? Da geht das immer nur so. Das brauchen wir sofort. Und da betrifft es ja auch alle. Nur eben der Landwirt muss immer alleine schuld dran sein. Es sind ja auch nur noch 1% der Bevölkerung, dem man dann alles aufdrücken kann. Das werden die schon irgendwie machen. Aber wenn es natürlich um Fortschritt geht, wie 5G-Netz, dass man auch im letzten Wald noch vernünftig Empfang hat, da wird gar nicht nachgefragt. Guck doch mal nach. Es gibt eine Studie, die sagt, als das 4G-Netz eingeschaltet wurde, ist ein Bruch in der Krefelder Studie drin. Und was hier meiner Meinung nach auch reingehört, Thema Glyphosatverbot. Frau Klöckner, Sie sagen, Glyphosat ist nicht mehr diskutierbar in der Gesellschaft. Dann frage ich mich, warum sind Sie Landwirtschaftsministerin geworden? Sie sind Landwirtschaftsministerin im Interesse der Landwirtschaft und Ernährung. Und es gibt genügend Studien, die für Glyphosat sprechen, in der Form, wie wir es anwenden. Und es ist Ihre verdammte Aufgabe als Politikerin, das zu tun, was richtig ist, und es populär zu machen und nicht einfach zu sagen, das Thema ist durch, das will keiner mehr haben. So funktioniert's nicht. Und zu dem Thema der Oberwitz, Glyphosat nachweislich einer der am wenigsten toxischen Pflanzenschutzmittel, die es gibt. Aber am Ammersee hat ein Volksentscheid dafür gestimmt, aufgrund von einer Mückenplage ein viel giftigeres Insektizid einzusetzen. So viel zum Thema Insektenschutz und die Gesellschaft steht dahinter. Alles klar. Und jetzt kommt das vierte und abschließende Thema und das ist der Dauerbrenner Nitrat im Grundwasser. Fakt 1, das Messstellennetz ist völlig fragwürdig. Fakt Nummer 2, die Interpretation der Nitratwerte ist fachlich nicht korrekt. Jede Bachelorarbeit würde mit dieser Interpretation der Werte durchfallen. Punkt 3, Einträge Stickstoff, Phosphor und weiterer Stoffe aus völlig überforderten und maroden Kläranlagen sowie Mischwasserkanälen. Wir haben hier Stickstoffwerte von über 100.000 Tonnen angegeben im Jahr und über 10.000 Tonnen für Phosphor. Und da sagen Sie noch kackfrech, Frau Glöckner, wenn die Landwirte nicht bereit sind, am Grundwasser was zu tun über die Düngung, dann drücke ich Ihnen die Strafzahlung der EU 100% in die Subventionierung auf. Ja, vielen Dank, dass Sie uns für 100% des Grundwasserproblems verantwortlich machen. Und Punkt 4, was dann in Niedersachsen passiert ist, wir haben in Niedersachsen 16% der Messstellen über dem erlaubten Grenzwert und aus diesen 16% werden 39% der Flächen als rote Gebiete dann ausgewiesen. Und darum ist mein Appell an alle Landwirte da draußen und alle, die in irgendeiner Form mit an unserem Tropf hängen, vorgelagerter Bereich, nachgelagerter Bereich und normalerweise jeder, der was auf regionale, einheimische, hochwertige Lebensmittel hält, kommt alle am Dienstag mit nach Berlin. Wir werden dort die größte Bauerndemonstration in Deutschland, die es jemals gegeben hat, erleben. Das könnt ihr mir glauben. Und wenn sich dann immer noch nichts tut in eine vernünftige Richtung, dann könnt ihr mir glauben, dann komme ich jede Woche.